Heute wollen wir euch einen weiteren Hardware-Test aus dem Hause InGame präsentieren. Im Blickpunkt dieses Mal der Pocket Cinema V100 der Firma IPTEC. Erst kürzlich konnten wir euch den Mobile Cinema i50S vorstellen, der für einen Taschenprojektor schon mit einer guten Helligkeit von 40 Lumen und einer Auflösung von 640x480 daherkam. Zusätzlich konnte man ihn noch als Battery Pack für sein iPhone verwenden. Im Gegensatz dazu steht der V100, welcher einen vollständigen Projektor darstellt, anstatt eines netten Gadgets. Was so für 350 Euro OVP im Lieferumfang enthalten ist, wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, das Ganze kommt daher in dem schlichten, aber schönen Karton, wo nochmal alles außen um außenherum dran steht, was man so über das Gerät wissen muss und wo man es vielleicht anschließen kann, natürlich mit einem schönen Bild drauf. Ja, und dann kann es eigentlich schon losgehen, wenn ihr das so nach Hause kriegt, um das Ding auszupacken. Das wollen wir jetzt natürlich mal tun. Lasche geöffnet und schon kann es losgehen. Als erstes strahlt uns die recht unauffällige Bedienungsanleitung entgegen. Die wollen wir uns jetzt erstmal noch nicht zu Gemüte führen und packen mal weg. Ja, und schon haben wir unseren mobilen Beamer freigelegt. Ja, den packen wir mal gleich aus. Können wir uns mal kurz angucken. Ja. Auf die Verarbeitung und was es so gibt, werden wir mal ein bisschen später eingehen. Ja, weiter im Lieferumfang erhalten ist eine schön wertige Tasche für unterwegs. Ja, dort befinden sich eine Fernbedienung und ein HDMI zu Mini-HDMI-Kabel, um das Gerät mit zum Beispiel einem Blu-ray-Player zu verbinden. Weiter geht's mit einem ganzen Kabelpack. USB zu Mini-USB, damit man es wahrscheinlich als Maschenspeicher am PC nutzen kann und auf den internen Speicher was raufladen kann. Dann ein USB-Plug, damit man sowas wie USB, damit man USB-Sticks oder ähnliches anschließen kann und direkt vom USB-Stick Filme oder Bilder wiedergeben kann. Ja. Ein AV-In-Kabel mit Audio und S-Video-Adapter oder Eingängen, damit man sowas wie einen DVD-Player anschließen kann. Ja, da das Gerät ja einen internen Akku besitzt. Hier natürlich das schöne Stromkabel, damit ihr das Gerät, damit ihr den Akku auch immer schön aufladen könnt. Ja, hierbei ganz nett, dass man quasi den Anschluss von der Steckdose wechseln kann, sodass ihr auch meinetwegen, wenn ihr mal in anderen Ländern seid, hier so einen kleinen Ersatz habt, damit ihr auch wechseln könnt, damit ihr euren Projekt auch überall aufladen könnt. Ja, ein recht üppiger Lieferumfang, wenn man so an andere Gadgets denkt. Davon sind wir schon mal sehr überzeugt. In Sachen Optik und Verarbeitung leistet sich der Pocket Cinema V100 keine Schwächen. Die Linse befindet sich in einem recht schlichten, aber dennoch schicken, schwarzen Plastikmantel. Besonders gut haben uns dabei die abgerundeten Ecken gefallen, was den kleinen Würfeln nochmal zusätzlich etwas filigraner erscheinen lässt. Abgehoben davon sind sowohl die Frontpartie als auch die Knöpfe auf der Oberseite durch ihr Klavierlackfinish. Viel Wert hat man dabei zusätzlich auf die Materialwahl und deren Verarbeitung gelegt. Dadurch besitzt der V100 schön leichtgängige Knöpfe und Tasten, die sehr gut ins Gehäuse eingepasst wurden. Selbiges gilt auch für die jederzeit gut zugänglichen Anschlüsse des Gerätes. Der einzige Kritikpunkt ist eine fehlende Abdeckung der Linse. In der Praxis entpuppt sich der Pocket Cinema V100 als idealer Begleiter. Dies liegt vor allem an der enormen Vielfalt von Anschlüssen und zum anderen an dem eingebauten Medienplayer für Musik, Bilder und Videos. In unserem Test war selbst die Verbindung mit der Xbox 360 oder der PlayStation 3 kein Problem. Hinzu kommen übersichtliche Menüs und eine tolle Bedienbarkeit dank Fernbedienung und Knöpfen. Die von IPTEC angegebene 90 Minuten Akkulaufzeit konnten wir in unseren Tests sogar noch überbieten, dank etwas reduzierter Helligkeit in abgedunkelten Räumen. In Sachen Filmgenuss kommen dem Pocket Cinema V100 besonders seine eingebauten Stereo-Lautsprecher zugute, von denen man keine Wunder erwarten sollte, aber die mehr als ausreichend für ein kleines Popcorn-Kino sind. Besonders praktisch erweist sich der kleine Würfel für alle die, die unterwegs nicht nur einen Film schauen wollen, sondern auch Präsentationen abhalten müssen, da der Anschluss an Laptop, Smartphone oder Tablet dank HDMI-Schnittstelle kein Problem darstellt. Einzig ein VGA-Anschluss für ältere Geräte würde das komplette Paket perfekt abrunden.
Der Pocket Cinema V100 ist mehr als ein lustiges Gadget für YouTube-Videos oder den ein oder anderen Film. Der V100 ist ein waschechter Beamer für unterwegs.